Mann, so viel Schaden? Also ich bin leicht überrascht. Lothar dürfte der Charakter von mir sein, der am meisten Rüstung hat. Da konnte er so leicht überwältigt werden. Ist das denn so? Rüstung 147, 107, nee. Mein Hauptcharakter hat tatsächlich mehr. Ich glaube, dass diese Todeszone Finale auch heilt. Da sollte ich nochmal nachgucken. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber es kann gut sein. Gut, was ist denn hier oben weiter? Diese ganzen Abzweigungen immer. Ach. Nur ein kleiner Sangor, der ein bisschen Blümchen gepflückt hat. Sie liebt mich, sie bin ich. Sie kocht mir Schnitzel, sie kocht mir nichts. Sie kocht mir Schnitzel, sie kocht mir nichts. Sie kocht mir zwei Schnitzel. Oha. Das sieht sehr gespenstisch aus. Und da oben haben wir sie, die Vaikesh. In diesem pestkranken Wald. Vaikesh Refugium. Lass mich raten, ich kann da noch nicht hin. Ich müsste mich schon jetzt sehr wundern. Da vorne sind die Vaikesh. Zelotten-Novize. Erzähl mir etwas über die Vaikesh bzw. die Manu Oster, wenn ihr diesen Namen bevorzugt. Die Endzeit ist nah. Die Endzeit? Erzählt mir mehr. Unser Anführer wird euch die Augen öffnen und das Herz. Tretet ein und sprecht mit ihm. Hab Dank, ich werde ihn aufsuchen. Aha. Das ging ja einfach. Sucht das Vaikesh-Refugium, sucht den Anführer der Vaikesh. Ja, das probiere ich mal. Er scheint auf jeden Fall da unten irgendwo zu sein. Aber ich befürchte, es wird auf ein Beat'em'up hinauslaufen. Eine fette Prügelei. Der Vaikesh-Prophet. Naja, da ist die Aegis des Todes, ja. Die gestohlene Aegis. Naja, Hauptsache Waldes hat sie nicht, aber ich brauche sie zurück. Seid ihr hier, um etwas zu lernen, Barbar? Ja, ich suche Wissen. Die Endzeit ist nahe, Fremdling. Die Endzeit? Was meint ihr damit? Wir stehen im Zwielicht dieses Zeitalters. Sein Ende hat schon begonnen. Das Ende der Zeit wurde schon oft beschworen. Was wisst ihr darüber, dass ich euch glauben sollte? Ihr müsst mir nicht glauben. Ihr werdet es selbst sehen, wenn die Zeit gekommen ist. Ob Endzeit oder nicht, was gibt euch das Recht, die Königsfamilie zu berauben? Wir nehmen nur, was uns gehört, Barbar. Wer die Aegis besitzt, hat die Schlüssel zum nächsten Zeitalter. Die Manu Oster werden nicht noch einmal im Schatten bleiben. Wir sind die rechtmäßigen Herrscher dieses Landes. Das bestreite ich. Los, gebt mir die Aegis und lasst die Prinzessin frei. Hier ist keine Prinzessin. Und auf die Aegis habt ihr keinen Anspruch. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Tötet den Ungläubigen. Ja. Er hat die Aegis. Und er flieht. Natürlich ist da auf einmal irgendein Schutzschild. Die Vaikesh und die Aegis des Todes. Das ist Kapitel 5 von Akt 2. Und natürlich eskaliert die diplomatische Sitzung total. Ja, die erinnern mich irgendwie sehr an Dunkelelfen. Oder generell an Nachtelfen von World of Warcraft zum Beispiel. Weil die auch so einen sehr athletischen Körperbau haben und auch mehr auf Schnelligkeit fixiert sind als Kämpfer. Ich würde sagen, wir säubern erstmal das Refugium. So, da oben könnte man jetzt theoretisch die vor der Haustür auch mal fegen, aber das lasse ich erstmal nochmal.
Hier sollten wir eigentlich rankommen. Nein, jetzt reicht's. Ihr zieht mich jetzt nicht durch das ganze Haus hier. Durch den ganzen komischen Tempel. Seltene Ahnenhandschuhe. Warum nicht? Ich schätze, bald sollte ich mal wieder in die Stadt zurück. Kann diesen Schalter hier drücken. Oh, da vorne sehe ich doch zum Beispiel ein Pult. Wie komme ich denn da ran? Ist das vielleicht der Gesang des Todes? Gesang der Kämpferkunst? Nee, das ist er nicht. Vielleicht komme ich dort von der... Oh, oh, oh. Irgendwas öffnet sich da hinten. Oho, oho, oho. Nope! Ihr verdammten Mistwichser. Guckt euch mal an, wie stark das Vieh ist. Komm her, Lodder. Komm schnell her. Und wieder tot. Ja. Ich würde sagen, ich habe keine großartige Chance gegen das Vieh. Es hat auch nur 3000 Leben verloren bisher. Ich muss mich jetzt auch nicht zwingend damit nochmal beschäftigen. Ja. Wie wär's? Ja, wir gehen die Sache jetzt noch einmal an. Ja, das ist wirklich zu krass, also 4000. Ja. Ich krieg den wahrscheinlich so nach und nach tot, aber so der Sinn der Sache ist es eigentlich auch nicht. Ihr müsst auch mal mitschießen hier. Lothar! Gib alles. Holy shit, ey. Fuck. Definitiv weg. Komm raus, komm raus. Mein beschworenes Vieh beackert ihn so lange. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Puh. Ohne Witz, bisher stärkster Gegner. Definitiv. Und es ist eine fucking Truhe. Und die hat mich auch in Dungeon Siege, in Darksiders. Darksiders. In Dark Souls. Zu viel Dark. In Dark Souls hat die mich schon so angekotzt. Warum sind es Truhen? Was macht sie so mächtig? Ist hier irgendwo noch ein Schalter? Irgendwie... Da. Ha. So, da muss man wahrscheinlich das drücken. Dann kommt man da oben hin. Hier kommt man noch dahin. Gesang der Magierkunst. Das nenne ich mal eine Scheißtruhe. Greifenfeder. Noch eine. Ich wüsste zwar nicht, warum ich jetzt noch eine brauche, aber... It's nice to have.
Geht's da oben noch lang? Nee. Und da komme ich. Ja, schade, hier bräuchte man natürlich einen Fernkämpfer, den wir jetzt nicht mehr haben. I'm so sad. Ja, und wir können jetzt die Tür hier öffnen. Klar, er ist mit der Aegis des Todes jetzt erstmal entkommen, aber wir werden ihm definitiv durch die Vaikash-Wälder folgen. Das ist mal klar wie Kloßbrühe. Heute wird zurückgenatzt. Alter, jede Menge Truhen. Heilung, Ahnen, irgendwas. So, kann ich noch alles aufheben. Zurück an die Oberfläche. Das war also das Vaikash-Refugium. Oder doch noch nicht. Ein Seher-Novize. Ein Vaikash-Magier. Also ich finde, die haben auf jeden Fall mehr Style als die Morden irgendwie so vom Typ her. Die Morden sind ja mehr so die Orks und das sind mehr so die geschickten Skilled Warrior. Auch wenn die sind natürlich relativ schnell umnatzen, aber hey. Wir sind's. Natürlich natzen wir sie um. Kann mir mal einer sagen, wo das hinführt? Eberhard. Rede. Rede mit mir. Du hast lange nicht mehr mit mir gesprochen. Ich will nicht ernsthaft wieder ein Lied für dich singen müssen. Also über diesen Status ist unsere Beziehung eigentlich schon hinaus. Also wir sind jetzt so lange zusammen, ich muss mir keine Mühe mehr geben. Ich weiß, dass du mir gehörst. Ich weiß es einfach. Vampirismus. Todesmagieschaden der Gesundheit hinzugefügt wird 3%. Sehr cool. Oder waren es 4%? Ich habe nicht richtig hingeguckt. Auf jeden Fall gut vom Prinzip her. Die Vaikash-Wälder. Ich glaube, dass wir einen riesigen Sprung gemacht haben. Wobei, so riesig war der gar nicht. Antul Vaikash Seher-Novize. Oh, eine Kapuze. Sah so aus, als würde der gestärkt werden durch die 5 Magier, die in einem Ring um ihn herum standen. So, was haben wir denn da? Diese Kapuze, wo ist die denn? Nachtschatten. So, die haben wir ja schon. Die haben wir schon und wir mögen sie. Alter, schwacher, schnatternder, fetter Schön. Diese Namen, ey. Glut. Ja, ich habe einen Punkt gefunden, an dem wir aufhören können, nämlich dieses Portal da vorne. Hier haben wir die Tür. Da waren wir eben ja von der anderen Seite aus. Ich würde sagen, wir öffnen sie jetzt mal. Oh. Aha. Das Vaikash-Museum hat eröffnet. Heute feurige Strahlen des Todes, die euch das Fleisch von den Knochen reißen. Außerdem fette Shins. Jetzt auch Sumo-Ringer. So. It's not so far away. Aha. Nun sieh sich mal einer diese Brücke an. Splot. Vaikash-Wälder Norden haben wir gerade aktiviert. Ihr wisst, was das heißt. Also die Vaikash-Wälder sind offenbar auf jeden Fall groß. Und vollgespickt mit allen möglichen Monsterzeugs.
Ja, was sagt ein Blick auf die Karte? Ein Blick auf die Karte sagt, oh, wir sind schon weit gekommen in dieser Aufnahmesession. Ich würde sagen, beim nächsten Mal kümmern wir uns darum, dass wir den Vaikesh-Propheten einholen und uns die Aegis des Todes wiederholen. Und mal schauen, wo Prinzessin Evangeline steckt. Irgendwo muss sie ja sein. Also, bis zum nächsten Mal.